Mit einem souveränen Sieg gegen die HSG Wetzlar im letzten Heimspiel der Saison bringen sich die Füchse in eine gute Ausgangsposition im Rennen um die direkten Champions-League-Plätze. Die Füchse begannen gut, die Abwehr gut organisiert und die daraus resultierenden Konter eiskalt genutzt. Resultat nach knapp 10 Minuten 6:3 für die Hausherren. Doch dann gab es einige Unkonzentriertheiten in der Defensive und vorne wurden die Bälle leichtfertig vergeben. So kam Wetzlar nicht nur zum Ausgleich, sondern ging sogar in Führung. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen konnten das Spiel jedoch nicht komplett drehen, denn die Füchse rissen die Führung umgehend wieder an sich. Conny Wilczynski war es dann, der den Abstand in der 26. Minute wieder auf 2 Tore erhöhte. 11:9 lautete dann auch der Halbzeitstand. Fazit der ersten 30 Minuten: Beide Abwehrreihen standen gut, doch viel entscheidender war, dass die Offensive beider Mannschaften nicht ihren besten Tag erwischte. Das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern. Zumindest auf Seiten der Gastgeber. Besonders Michael Kubistahl und Conny Wilczynski wollten in ihrem letzten Spiel für die Füchse noch einmal glänzen. Und das taten sie eindrucksvoll. 8 der ersten 11 Treffer nach der Pause gingen auf das Konto des polnisch-österreichischen Duos. Hier trifft Conny zum zwischenzeitlichen 20:12. Der Höhepunkt des Spiels war auch gleichzeitig der Schlusspunkt. Kubistahl verwertet einen Camperpass von Mark Bull zum 26:17 Endstand. Ich glaube, im ganzen Spiel haben wir eigentlich gut in Abwehr gestanden, aber unser Angriff war nicht so fließend wie die letzten Spiele, die wir gespielt haben. In der ersten Halbzeit haben wir uns noch schwer getan, aber in der zweiten Halbzeit haben wir gute Abwehr gespielt, haben leichte Gegenschusstore erzielt und dann, ja, ich glaube, die letzten 15 Minuten haben wir dann auch den Fans was zurückgeben können. Ja, wir haben haben die Chancen auch nicht benutzt. Wir haben 7 Meter und Gegenstoße nicht benutzt in der ersten Halbzeit. Waren dann konzentriert in der zweiten Halbzeit und sind dann weggekommen mit 9000 Leute im Rücken und super Unterstützung. Und für diese Unterstützung bedanken sich die Spieler dann auch artig, ehe es dann hieß, Abschied nehmen. Martin Murawski, Sebastian Römling, Stian Wattne und eben die mit je 7 Toren erfolgreichsten Torschützen des Abends, Michael Kubistahl und Conny Wilczynski, werden die Füchse nach dieser Saison verlassen und wurden noch einmal gebührend von ihren Fans gefeiert. Und nach dem Spielen war es was Besonderes, natürlich verabschiedet zu werden. Nach 5 Jahren fällt es gar nicht so leicht, das ist ganz klar, aber es waren schöne Erlebnisse, schöne Erinnerungen und, glaube ich, auch ein schöner Abschluss. Und so traurig der Abschied auch ist, war allen doch eher nach Feiern zumute. Europa erreicht und dank der Niederlage der Löwen am vergangenen Spieltag in Gummersbach die Chance, die direkte Champions-League-Teilnahme aus eigener Kraft zu schaffen. Und so genossen alle Füchse den angenehmen Sonntagabend bei Freibier und Sonnenschein. Die bisherigen Ergebnisse des 33. Spieltags waren da eher zweitrangig. Auch wenn es mit dem Sieg des bereits als Absteiger feststehenden DHC Rheinland gegen SC Magdeburg eine Überraschung gab. Die 3 restlichen Spiele finden dann erst am 1. Juni statt. In der Tabelle sind die Füchse vorübergehend auf Platz 2 vorgerückt, können jedoch schon wieder am Mittwoch vom THW Kiel verdrängt werden. Durch den überraschenden Sieg der Rheinländer stehen damit auch Ahlenhamm und Friesenheim als Absteiger fest.